So, herzlich willkommen zurück. Let's go. Perfekt. So, wir brauchen erstmal unsere Spitzhacke wieder. Das heißt du. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht, außer noch vielleicht ein paar Fackeln zum Aufstellen. Und wir können natürlich auch noch ein bisschen Proviant mitnehmen. Haben wir denn noch das gute Aldi-Fleisch? Nö. Aldi-Fleisch ist ausverkauft. Da nehmen wir mal mit. Alter, wir haben. Eieieiei. Eieieiei. Wir haben ganz schön viel Stuff, ganz schön häufig. Ich glaube, die Dinger hier, die davon so viel zu ernten, das macht hat halt eigentlich einfach eigentlich überhaupt. Hier haben wir auch noch Flint. Willst du mich verarschen? Ist doch jetzt nicht euer Ernst hier. Warum haben wir so viel Scheiße davon? Da ist doch nicht wahr. Oh mein Gott. Okay, ganz ehrlich. Ich glaube, ich schmeiß von dem Zeug ein bisschen was weg. Oder vielmehr. Ich brauche es einfach auf. Oh, so. Bisschen so. So. Drei Stacks davon reichen vollkommen aus. Ja, doch. Drei Stacks reichen aus. Kommst du noch mit dahin, damit es ein bisschen ordentlicher ist? Ja, schon viel Eisen mittlerweile, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir sollten in Zukunft auch mal wieder ein bisschen mehr Kohle mitnehmen. Wir haben gerade mal ein Stack Kohle. Das ist halt nix. Das ist halt gar nichts. So. Aber das ist halt das, was ich meinte, ne? Wenn du einmal diese Melonen hast, hast du halt eigentlich ausgesucht. Du brauchst nichts anderes mehr. Weil die Melonen, die wachsen halt so scheiße schnell nach. Ja. Das einzig andere Sinnvolle, was dennoch wäre, wären höchstens was wie Äpfel. Weil du daraus halt vergoldete Äpfel machen kannst, die einen ordentlichen Boost geben. Vor allem, wenn du die dann auch noch enchantest. Ne? Aber ansonsten, so rein zur Nahrung, brauchst du halt nichts anderes als Melonen. Und wenn du die hast einmal, da reichen alleine zwei Melonen reichen vollkommen aus, um das gesamte Spiel zu überstehen. Also, ein Großteil von dem unteren Boden werden wir auch noch ausheben müssen, weil wir überall Cleanstone haben wollen. Ja. Da hier sehr viel Diorite und ich sag geil, was alles drin ist, muss das natürlich dann doch raus.
Handkante. So. Ah, langsam kann ich mich wieder dran erinnern, in welcher Kiste wieder was drin ist, ne? Da ist Geröll, da ist Schnickschnack, da ist Holz und da ist Rohstoffe, Essen. Das ganze wertvolle Material. So, ich werd heute aber höchstens noch eine Folge aufnehmen. Wegen Zeitplan und so. Das heißt, bis zum nächsten Mal habe ich wieder alles vergessen. Geil. Und das war gerade mal 4 Kisten. Wenn ich später so 500 Kisten haben, werde ich halt nur noch durcheinander kommen. Kurz gucken hier. Tonlautstärke. Warum ist der eigentlich auf 100%? Kommt nämlich die ganze Zeit immer so laut vor, aber. So, ich will schnell Fackeln platzieren, bevor irgendwelche Monster spawnen. So, und jetzt müssen wir noch die ganzen Flächen hier, wo kein Cleanstone ist. Na gut, wobei die Ränder hier eigentlich nicht, die sieht man später nicht mehr. Das heißt, das ist völlig umsonst. Hallo? Man braucht die Kohle aber irgendwie zum Nachbauen. Fläche schon mal fertig. Das müssen noch und dann können wir anfangen, hier Steine zu schmelzen, wobei ich hätte schon längst machen können. Naja, was soll's. Wir brauchen viele. Ich glaube mal ein Stack. Ich mache erstmal ein Stack und dann gucken wir mal. So, wir brauchen. Ach guck mal, wir haben sogar noch. Siehst du, wir sind gerettet. Mehr brauchen wir gar nicht. Ha. Was bist du da oben? Du bist Jurite, genau. Du bist Jurite. Der ganze Scheiß kann ja auch direkt weg. Wir brauchen nur Clinkdown. So. Hier drinnen brennt er, glaube ich, nicht. Da er kein Rohstoff ist. Naja. Wäre auch so schön gewesen. Ach, mein Goodness. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt können wir erstmal ewig warten. Ins Bett gehen können wir leider nicht, das tags ist. Oder? Bitte, 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 bitte. Leck mich. Sonne ist noch mitten am Himmel. Wo sind die? Ach da. War hinter den Balken versteckt. Diese Versteckerin. Ja, dann können wir noch ein bisschen warten. So, das heißt, guck mal, das hier können wir hier alles schon mal reinpacken. Jo. So, das kann hier rein. Ich bin echt gespannt, ob die hier mit diesem Rohkupfer irgendwann oder allgemein mit Kupfer später noch neue Sachen hier hinzufügen. Aber erstmal sieht es nicht danach aus.
Euro Kupferblock. Ne, gar nichts. Keine Chance. Na gut. Wisst ihr noch, beim ersten Mal, wo hinten diese Dinger da ewig gebraucht haben, um zu wachsen? Und jetzt sind sie einfach das Schnellste, was wächst. Das ist nicht fertig, das ist, also das ist immer noch nicht fertig. Das ist jetzt nicht fertig, das ist nicht fertig, aber das ist natürlich schon komplett einfach perfekt. Es ist, ey, wow. Ah, wo war dies mit diesem Spiel? Wie weit? Noch überhaupt nicht weit. Scheiße. So, wie weit bist du denn eigentlich? Ah, ist schon fertig gewachsen. Sehr gut, dann kann ja bald da die Melone wachsen. Oder? Ach nee, hier war das. Ah nee, okay. Aber ist auch schon fast fertig. So viel fehlt da nicht mehr. Gut, hallo? Kein Respekt mehr hier vor Privatsphäre. Er glaubt's ja. Da steckt er aber den Kopf durch, das Holz durch. Nein, nein. Tja, ich würde ja gerne so ein Pferd tamen, aber müssen wir erstmal sinnvollerweise einen Stall bauen. Haben wir überhaupt schon ein Geschirr für sie? Also hier irgendwie so ein Name-Tag und hier so ein Sattel und sowas alles? Nee, ne? Nö. Noch gar nichts. Gut. Okay. Sehr schade. Boah, mach mal hin. Das dauert ja ewig. Level 36. Halt, wo bist du? Da bist du. So, verlieren wir schon mal die Stände, die wir können. Spitzhacke ist auch schon wieder fast tot. So, 1, 2, 9, da hinten waren 2, ne? Das heißt, wir haben 11, 12, so hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, das heißt nur noch 40. Ah, brauchen wir also noch viel mehr Steine. So, wir brauchen nochmal 61 Steine. Wir haben 32 Steine. 61, das heißt, wir brauchen noch 31 Steine. Macht natürlich keinen Sinn, das heißt, wir machen 32 Steine. So. So. Und wollen wir Kohle. Mein Gott, brauchen wir viele Steine. Let's go. Mal gucken, wie die Aussicht von oben ist. Ja, geht so, kann man so machen. Soll er jetzt in einem Dev Game? Soll es ja jetzt auch so eine Fackeln geben, die, ne, mit diesem Partikelsystem, die so farbig leuchten können. Leider imitieren die aber auch nicht Licht in der entsprechenden Farbe, sondern Licht ist im Minecraft immer noch nur entweder da oder nicht da oder eine Abstufung davon, hat aber keinen Farbwert oder sowas. Also es gibt halt nur weißes Licht.
Ne? Sowas wie RGB-Beleuchtung gibt es leider immer noch nicht. So, gleich wird's dunkel. Dann können wir wieder unserem Ofen vorspringen. Halt, wir müssen noch nach oben. So. Liebe Sonne, mach da hinne. So, ich will schlafen. Ich will schlafen. Schlaf doch mal. Schlafen. Oh Mann, oh. Es ist doch schon so dunkel. Man sieht doch quasi gar nichts mehr. Ah. So, damit ist der Ofen dann hoffentlich fertig. Wenigstens eine Sache, die wir mit dem Schlafen überspringen können. Bup. Was? Hat nicht gereicht? Wieso hat es nicht gereicht? Hä? Habe ich verrechnet? Ach klar, für 32 brauchen wir 4 mal Kohle. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Eins, zwei. Wie war was? Wie jetzt? Halt, stopp, ich möchte. Achso, 1, 2, 3. Nein, 3. Jetzt reicht nochmal. 1, 2, 3. So. Damit ja keine Kohle verschwendet wird. Und jetzt brennen. Sonst brenne ich gleich mal hier. Ach so, siehst du, für die Wände brauchen wir auch noch irgendwas. Aber da würde ich gerne sowas wie Stonebricks, Brickstones. Stonebricks, Brickstones? Business Spears? Da brauchen wir aber auch Cleanstone, ne? Ja, brauchen wir auch ganz viel Cleanstone. Oh mein Gott. Oh. Warum kann man das nicht mit dem Ofen machen? Das wäre zumindest doppelt so schnell. Und jetzt hier 20.000 Öfen auszustellen, habe ich auch keinen Bock. Das ist ein bisschen dem über viel hinausgeschossen. Andererseits, ganz ehrlich, wir haben so viel Gestein. Wir brauchen aber dann auf jeden Fall noch mehr Kohle. Also, unsere Kohle ist ja nun wirklich. So, 2 Öfen mache ich noch. Warum so geizig? So. Dankeschön. Die packe ich erstmal da so hin. So, der ist schon mal fertig. Jetzt kommt's ganz dicke. Ich mache ganz viel Cleanstone. Problem ist, nur so viel Kohle haben wir gar nicht mehr. Alter, wir brauchen definitiv mehr Kohle. Das geht ja nicht, Alter. Geht uns hier die Kohle aus. Oh mein Gott. So. Der Ofen ist leer. Genau. Gut. So, damit ist der Boden schon mal fertig. Jetzt brauchen wir noch ganz viel Brickstone, Stone Bricks für die Wände. Dann haben wir den Keller so ganz grob schon mal fertig. Zumindest die Außenwände. Da soll ja noch so ein bisschen Gewölbe rein und so, aber das können wir erst dann machen, wenn die Wände stehen. Ich meine, könnten wir schon Feuer machen, aber pff, Bock. Fühle ich nicht, sehe ich nicht. So. Ja, die sind ja relativ langsam, alle. Gut, weißt du was? Wir gehen mal auf. Na ne, wenn wir jetzt auf eine Kohlesuche gehen, dann gehen die Öfen dabei aus. Warum ist das Leben so grausam? Gut. Ich weiß leider nicht, wie weit die Renderdistanz ist. Will ich jetzt hier die Dinge abbauen? Ist ja mitten in unserem Sichtfeld. Doch sieht doch kacke aus.
Oder wir fangen wirklich schon an, hier langsam nach unten zu bauen, da wir noch einen Geheimkeller nach unten bauen wollten. Die Frage ist, wo soll das Ding hin? Ich würde da gerne so in die Wand so eine Tür reinbauen irgendwo. Ich glaube, wir machen es sogar direkt hier, ne? Wenn man direkt nach unten kommt, hat man hier so einen Abzweig in die Richtung, wo es dann noch weiter nach unten geht. So als Geheimlager. Mache ich das zwei breit oder nur ein breit? Wenn es ein Geheimgang sein soll, also es soll jetzt kein geheim versteckter Gang sein, aber halt nur so ein kleiner Schleichweg, weißt du? Dann wäre ich eine Tür, also eine, ne, nur ein Feld breit, optisch schon fast ansprechender. YOLO. So, Schippen habe ich gar keine dabei. Ach, klasse. So, her mit dir. Schon mal fertig? Nö. So. Die wichtigste Frage ist, hier ist die Mauer. Das heißt, hier vor kommt dann auch die Tür und würde direkt nach der Tür runtergehen. Das heißt, der muss sie auch noch weg. Und schon sitzt du's da. Kohlefloß ist ja, traurig. Immer noch nicht fertig hier. Aber es wird schon mal genug, dass wir hier schon mal anfangen können. So, wir brauchen Stein, Stein. Ach man, dass mit dieser Shift-Taste nicht funktioniert. Da regt mich so auf. Da. Und da. So. Jetzt kommt für mich Fette. Ganz schön hoch die Etage, ne? Aber wartet mal kurz, ist ja bloß 6 hoch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso ist die nur 6 hoch? Wollt ihr wieder nicht 7 hochbauen? Ach ne, hier ist, ja stimmt, hier ist eine Stufe drin. Ja ne, alles normal, alles okay, alles gut. Alles klaro. Wobei ich gerade nicht weiß, ob wir das denn hier vielleicht noch eine Schicht hinbauen sollten, dass wirklich, dass der Dach hier gleich hoch ist. Oder werde ich das dann später designtechnisch mit einarbeiten? Weil ich will hier quasi später so eine Gewölbestränge drin haben. Dass es ja wirklich auch so 6 kleine Kammern sind, quasi. Muss ich mal gucken, ob ich das denn da sinnvoll mit hinbekomme. Da bin ich mir jetzt gerade noch gar nicht so sicher, wie ich das mache. Das Schöne ist halt, den Stein kann man später wieder abbauen, ohne dass sie verloren gehen. Anders als der Clean Stone. Außer man hat keine Axt dabei. Gut. Dann natürlich nicht. So, wir müssen erstmal so. Problem ist halt, hier wieder ranzukommen, wird halt schwierig. Sehr schwierig. So. Hallo? Mann, reichen wir mit diesen 74 Blöcken weit. Das ist ja hier richtig
High-End. Guck mal, wie weit wir damit reichen. Das ist ja genau gar nichts. Na gut, ich meine, Eiweiß haben wir schon zumindest schon mal fast fertig. Oh mein Gott. Ey! Keine Gewalt hier. Aua! Tut doch weh. Warum machst denn du jetzt diese? Nur weil ich schöner bin als du? Ha! Gefickt. So. Was? Wir haben immer noch 6? Warum das denn? Ah, wird ja 18, nicht 12. So, jetzt. So. Ja, so wird das mit erstmal die gesamte Wand aussehen. Und ja. Mal gucken, wie weit die Steine schon mal sind. Ein bisschen mehr. Und wir haben sogar noch ein bisschen Kohle übrig. Wow. 18 Kohle haben wir noch. Das ist ein Trauerspiel. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen wie den Fackeln, weil da unten wird es dunkel und wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben gerade noch 6 Fackeln. Das ist nix. Das ist gar nix. Aber wir haben zumindest noch ein bisschen Cobblestone hier. Cleanstone mach ich doch. Cobblestone. Tja. Mit sowas gebe ich mich gar nicht mehr ab hier. Schwerkraft und so. Muss also gucken, dass ich hier noch einen Weg behalte, damit ich auch später noch raufkomme. Das heißt ungefähr so und so. Hey. Keine Gewalt hier. Hallo? Klatscht gleich. Oh, sieht doch einmal so schlecht aus hier. Und wie gesagt, den noch so ein bisschen Gewölbe rein. Sieht das schon. Also quasi da, wo jetzt diese Holzdinger lang gehen, kommen später so eine Gewölbebögen rein. Wie auch immer ich die designen werde. Da muss man noch gucken. Aber ich stelle mir das Ganze schon sehr sexy vor. So, die Öfen sind aus. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln, dann bohre ich nämlich erstmal unten den Tunnel weiter, damit wir ein bisschen Kohle finden können. Fackeln, so Holz war hier. Stöcke haben wir zum Glück noch mehr als genug. Da würde ich einfach die Stöcke direkt anzünden können. Nee, brauchen wir noch Kohle oben drauf, ist ja hier. Katastrophe. So, die restlichen 8 hebe ich mal noch auf. Und dann geht's los. Achso, eine Axt wollte ich nur mitnehmen. So. Ah, die ist ja kaputt gegangen. Dort gibt es doch gar nicht. Brapp. Brapp. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Ja, komm. Let's go. So, dann bauen wir diesen Tunnel in der nächsten Folge weiter. Und dann sollte das doch eigentlich alles zufriedenstellend werden. Außer natürlich, wir haben so viel Glück, dass wir überhaupt keine Kohle finden. Dann rasse ich hier aber aus. Könnt ihr aber wissen. Bis dann.